Ab heute beraten die Außenminister der NATO-Staaten in Brüssel über die weitere Unterstützung für die Ukraine. Generalsekretär Stoltenberg schlug den Aufbau einer Ukraine-Mission vor. Ihre Aufgabe, Waffenlieferungen an die Ukraine und Ausbildung ukrainischer Soldaten zu koordinieren, heißt es aus Diplomatenkreisen. Ja, bisher übernehmen das ja die USA. Stoltenberg wolle die NATO-Staaten außerdem dazu bewegen, der Ukraine für die kommenden 5 Jahre militärische Unterstützung im Wert von insgesamt 100 Milliarden Euro zuzusagen. In Brüssel für uns Marco Reinke. Marco, interessant ist ja vor allem, dass man der USA jetzt eine doch sehr wichtige Aufgabe abnehmen möchte. Die NATO soll sich auf den Wunsch von Stoltenberg künftig selbst darum kümmern, die Ukraine mit Munition zu versorgen. Was steckt dahinter? Ja, diese Idee kommt ja nicht von ungefähr, sondern man reagiert damit auf die doch zuletzt immer wieder blockierten Hilfslieferungen von Seiten der USA, vor allem ja auch dort immer noch die feststeckenden Gelder, die noch immer nicht freigegeben sind. Und so will man sich unabhängiger machen von Seiten der USA. Aber gleichzeitig wäre dieser Schritt natürlich auch politisch durchaus besonders und auch ein großer Schritt, denn damit würden sich ja am Ende die NATO-Staaten doch viel mehr um die Ukraine kümmern oder viel organisierter um die Ukraine kümmern, als man das bisher tut. Man hat der Ukraine ja zwar eine Beitrittsperspektive gegeben, mehr oder minder, doch das ist etwas, was in sehr ferner Zukunft liegt. Aber interessant ist das natürlich trotzdem, dass die NATO sich hier zu diesem Schritt nun offenbar entschließt und man hier jetzt viel stärker mit der Ukraine zusammenarbeiten will. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in Moskau für entsprechende Reaktionen sorgen wird. Marco, sprechen wir noch mal über Generalsekretär Stoltenberg. Der ist ja nun allseits beliebt. Allerdings will er sein Amt ja bald niederlegen. Ist denn schon ein geeigneter Nachfolger in Sicht? Ja, es hat so einige Namen zuletzt gegeben, die in den Ring geworfen wurden, unter anderem selbst ins Spiel gebracht, unter anderem beispielsweise der lettische Verteidigungsminister, der sich immer wieder selber ins Spiel gebracht hat. Aber momentan scheint es so, dass Mark Rutte aus den Niederlanden da doch durchaus größere Chancen hat, diesen Posten zu bekommen. Das ist zumindest der Name, der so am heißesten hier in Brüssel gehandelt wird. Aber diese Frage, die ist am Ende noch nicht abschließend beantwortet. Das Ganze dürfte dann ein Punkt sein, den man auf dem NATO-Gipfel im Juli in Washington dann beantworten oder beziehungsweise dann beschließen will mit einem Nachfolger. Wie gesagt, einige Namen zuletzt gehandelt, am heißesten bisher Mark Rutte. Marco, danke schön für diese ersten Einordnungen. Du wirst natürlich diese Gespräche weiter für uns verfolgen. Danke nach Brüssel. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.